Test. Sogar noch offen. Friede, Freiheit, keine Souveränität. Friede, Freiheit, Souveränität. Friede, Freiheit, Souveränität. Entschuldigung, ich hatte den alten Slogan noch drauf. Die Versammlung ist hiermit eröffnet. Dankeschön. Liebe Bürger, liebe Freunde, ich bin absolut überwältigt, wie viele Menschen heute hier in Eisenach am Tag der Deutschen Einheit zusammengefunden haben. Ich habe schon mit vielen gesprochen. Wir haben nicht nur Eisenacher heute hier anwesend, sondern Berlin, Hamburg, München, Köthen, Bonn, aus allen Ecken Deutschlands haben wir uns heute hier versammelt. Dankeschön. Es gibt auch keinen besseren und geeigneteren Ort für eine Kundgebung wie diese als Eisenach. In unserer Stadt steckt so viel Geschichte mit so tollen Bürgern wie unser Land selbst. Die Burschenschaften haben auf dem Wartburgfest den Grundstein für die Einheit Deutschlands gelegt und dieselben bürgerlichen Rechte formuliert, die heute in allen europäischen Verfassungen als auch im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland stehen. Diese bürgerlichen Rechte, unsere Grundrechte, nehmen wir nun in Zeiten der Krise für uns wahr, weil es unser Recht und unsere Pflicht ist. Aus diesem Grund hatte ich auch unsere Oberbürgermeisterin Frau Katja Wolf eingeladen. Ihre Antwort war auf diese Einladung folgende. Ich muss diese Einladung ablehnen. Ich will allerdings auch nicht verhehlen, dass die inhaltliche Ausrichtung der Demonstration und die Nähe zu Reichsbürgern und anderen Organisationen aus dem rechtsradikalen Spektrum ohnehin eine Teilnahme meinerseits ausschließen würde. Was wurde diese Kundgebung, dieses Bürgertreffen vorher beschimpft? Aber nicht nur von Frau Wolf, sondern auch von der CDU selbst. Höchstpersönlich Raimund Walk selbst von der CDU. Stellvertretend für diese beiden Personen und unsere Regierung habe ich hier von meiner Reise letzte Woche aus Berlin eine Nachricht mitgebracht. Keine Nachricht. Ein Befehl in Wirklichkeit. Ihr sollt leise sein. Wir sind aber nicht leise! Und es ist immer das Gleiche. Sagt nichts.
sagt nichts über den jetzigen Zustand dieses Landes. Sagt nichts über die Kinder- und Altersarmut. Sagt nichts über die gestiegenen Energiekosten. Sagt nichts über die Kündigungswellen in der Industrie. Sagt nichts über die marode Infrastruktur. Sagt nichts über die galoppierende Inflation. Sagt nichts über die unkontrollierte Migration. Sagt nichts, aber arbeitet gefälligst immer weiter. Wie will man so Probleme lösen, wenn man sie nicht direkt ansprechen darf? Der Zustand unseres Landes lässt es nicht mehr zu, politisch korrekt zu sein. Das muss und das wird mit dem heutigen Tag sein Ende finden. Es ist Zeit, eine Bewertung zum Zustand unseres Landes zu machen. Ich werde die Fakten ehrlich und einfach präsentieren. Die letzten 15 Jahre waren nur von Krisen geprägt. Sei es die Euro-Krise, Flüchtlingskrise, Corona-Krise oder nun die Energiekrise durch den Ukraine-Krieg. Keine einzige davon haben wir bis heute komplett gelöst. Im Gegenteil, sie sind aktueller denn je. Jede ungelöste Krise hat eine weitere Spaltung in unserem Land vorangetrieben, auch durch eine moralische Selbstüberhöhung der Regierenden. Egal ob West gegen Ost, Alt gegen Jung, Arm gegen Reich, Klimaaktivist gegen Umweltsau, EU-Weltbürger gegen Nationalist, Teddybärwerfer gegen Ausländerfeind, Schlafschaf gegen Corona-Leugner und jetzt noch dazu Transatlantiker gegen Putin-Versteher. Wir sind eine tief gespaltene Nation. Diese Uneinigkeit konnte getragen und finanziert werden durch eine immer funktionierende Wirtschaft. Aber unsere Nation ist durch die Vielzahl an Krisen einer Gefahr ausgesetzt, wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Mit dem Verlust der wirtschaftlichen Existenz, des Wohlstands und des sozialen Zusammenhalts. Denn die Energiekrise und der Krieg treffen uns alle. Hier gibt es kein Links oder Rechts, keine Nationalität, keine Herkunft, keine Partei. Denkt parteiübergreifend, nein, selbst nicht parteiübergreifend, denkt an eure Familie selbst, was das Beste für euch ist. An eure Kinder, Enkel, die Großeltern, der Schwiegertrachen im kalten Keller, was weiß ich. Die Zeche für dieses politische Versagen zahlen nicht die Eliten in ihren Sänften, sondern wir einfachen Bürger. Die kommenden Montagsdemos werden nicht einfacher. Es wird dunkler, es wird nasser, es wird kälter. Umso mehr müssen wir jetzt zusammenhalten, denn unsere Politik kennt nur Spaltung, Verzicht und Zwang. Was ist das für eine Perspektive für eine der führenden Industrienationen der Welt? Da, wo der Zwang beginnt, endet unsere Freiheit. Nur zusammen können wir diesen Irrsinn trotzen. Jawohl! Ja. Und einen Erfolg haben wir bereits erbracht. Die Proteste auf der Straße haben die Abzocke mit der Gasumlage gestoppt. Dabei haben wir gerade erst angefangen. Wir werden niemals aufgeben. Wir müssen und wir werden das Land wieder zusammenführen, denn solange wir vereint zusammenstehen, gibt es nichts, was uns aufhalten kann. Wir können uns über die Dunkelheit beschweren in diesem Land. Dazu haben wir nicht nur das Recht, sondern auch einen Grund. Jedes Licht, das wir anzünden, drängt die Dunkelheit zurück. Jeder, der seine Stimme erhebt, wird selber zu diesem Licht. Je mehr wir sind, desto mehr werden wir strahlen. Liebe Bürger, liebe Freunde, im Angesicht dieser unzähligen Krisen und Spaltungen haben wir uns heute hier versammelt, um eine Botschaft auszusenden, die in jeder Landeshauptstadt, in jedem Landesparlament und in jeder Parteizentrale gehört werden wird. Wir sind eine Nation! Wir stehen heute hier, dem 32. Jahrestag der deutschen Wiener Wiedervereinigung, die uns zwei unbezahlbare Lehren für unsere Nation gebracht hat. Erstens,
Wir leben in einer Zeit, in der Frieden, Dialog und Verständnis keine Selbstverständlichkeit mehr sind. Dabei waren es gerade diese Forderungen und gelebten Werte, die für einen kurzen Moment weltweites Vertrauen geschaffen, den Kalten Krieg beendet und unserer Nation die Wiedervereinigung erst ermöglicht haben. Zweitens. Damals 89 wie heute hatten die Menschen Angst, ihre Meinung laut auszusprechen, Angst, den Job und die Existenz zu verlieren, Angst vor dem, was noch kommen mag. Und wie eine Welle wurde diese Angst abgelegt. Es stand jeder für den anderen ein. Keiner war mehr allein. Die unaufhörlich demonstrierenden Bürger haben sich einem Unrechtsstaat widersetzt und durch ihren Mut, aber vor allem wegen ihrem Zusammenhalt etwas geschaffen, was es in der Geschichte der Menschheit noch nie so gegeben hat. Eine friedliche Revolution. Diese zwei Lehren sind der Grund für mich, den wohl provokativsten Satz dieser Zeit trotz aller Krisen auszusprechen. Ich glaube an unsere Nation und an uns Bürger. Ich glaube an Deutschland, weil ich mit absoluter Sicherheit sagen kann, dass diese Werte, dieses Selbstverständnis in jedem noch von uns stecken. Wir müssen sie nur wieder zu leben lernen. Nur wer der eigenen Geschichte in die Augen schaut, kann auch daraus die notwendigen Schlüsse für die Gegenwart und Zukunft ziehen. Adenauer hat durch Dialog mit dem Feind die Rückkehr der letzten Kriegsgefangenen aus der Sowjetunion ermöglicht. Brandt und Schmidt haben durch die neue Ostpolitik Wandel durch Annäherung den eisernen Vorhang Stück für Stück aufgeweitet und abgebaut. Kohl und Gorbatschow haben im Zeichen des Friedens durch Dialog und Aussöhnung die Wiedervereinigung geschaffen. Und daraus erwachsen, durch Dialog und Ausgleich mit Staaten im Osten sowie im Westen, ist die europäische Idee erst möglich geworden. Und eins haben alle genannten Politiker vereint: die Bereitschaft und die gelebte Verantwortung zu Dialog und Frieden, weil sie den Schrecken und das Unheil des Krieges noch selbst erlebt haben. Diese Erkenntnis, dieser Glaubenssatz ist es, was unserer heutigen politischen Führung komplett abgeht. Wo stehen wir denn heute? War denn etwa alles umsonst gewesen? Wir sollen jetzt begreifen, dass Krieg ein Mittel zur Gerechtigkeit, zum Schutz der Völker und zum Frieden sein soll. Und wir haben gefälligst dem zuzustimmen. Das ist die ausgerufene Zeitenwende. Frau Baerbocks Aussage zu Wirtschaftssanktionen, die Russland so schwer schaden sollen, dass es nicht mehr auf die Beine kommt, ist ein offen angekündigter Wirtschaftskrieg. Diese brandgefährliche Aussage spiegelt ganz genau das Prinzip des Versailler Vertrags wider. Und ich wiederhole eine wichtige Lehre aus dieser Zeit. Seht nicht die Saat, die zum Weltkrieg aufkeimen kann. Präsident Putin wird vielleicht schon bald nicht mehr da sein, aber die russische Nation wird es weiterhin geben. Und wir wissen nicht, was nach Putin kommt. Deswegen müssen wir friedensstiftende Freundschaften auch weiterhin pflegen. Denn es sind nicht die Bürger dieser Erde, die Kriege wollen. Es sind ihre Regierungen, die die Kriege schüren. Bluten muss immer der kleine Mann. Menschen wie Sie und ich. Und keiner von uns will das. Dafür gibt es auch unbeschreiblich schöne Ereignisse in unserer dunklen Geschichte. Ich lese nun einen Tagebucheintrag, ich hab's gehört, werd lauter. Ich lese nun einen Tagebucheintrag von Herrn Ziemisch vor. Er war Leutnant im Ersten Weltkrieg. Heiligabend 1914. Tausende deutsche und britische Soldaten an der Front in Frankreich stellten das Kämpfen ein und feiern Weihnachten gemeinsam. Verfeindete Soldaten treffen sich im Niemandsland. Es werden Zigaretten und Zigarren ausgetauscht, man wünscht sich gegenseitig ein Merry Christmas und man hält sogar gemeinsame Gottesdienste ab. Es ist ein Anblick, den ich nie vergessen werde. Zwischen den Schützengräben stehen die verhassten und erbittersten Gegner um den Christbaum und singen gemeinsam Weihnachtslieder. Die Verbrüderung setzen sich auch am ersten Weihnachtsfeiertag fort. Im Niemandsland wurden sogar Fußballspiele zwischen Briten und Deutschland ausgetragen. Das Spiel haben natürlich wir gewonnen, 3-2 Deutschland gegen die Briten. Ist wirklich so überliefert. Ich weiß, dass es hier um Briten geht und nicht um Russen.
Das Prinzip des Krieges ist aber gleich. Es ist die Propaganda, all das Geschrei, die Lügen und der Hass, der uns zu Feinden gemacht hat und machen will. Und ich wiederhole es nochmal, es sind nicht die Bürger der Erde, sondern die Regierung, die die Kriege schüren. Was hat dieses Ereignis also möglich gemacht? Von Alaska bis Sibirien eint uns der christliche Glaube. Ganz abgesehen davon, dass wir alle Menschen sind. Wir müssen das Trennende vergessen und das Vereinende wiederfinden. Es sind die christlichen Werte aus Vertrauen, Achtung und Respekt vor Mensch, Schöpfung und Schöpfer, was uns über Landesgrenzen hinweg vereint. Und dafür muss man auch gar nicht in der Kirche sein. Wir sind alle so auferzogen worden. Es wird Zeit, diese Werte an die Wirklichkeit, das hier und jetzt auch wieder anzulegen. Es gibt so viele gute Menschen auf der Welt, egal welche Nationalität, Herkunft, Glaube oder sexuelle Orientierung. Die meisten wollen einfach nur glücklich sein. Mit dem Hund laufen, Skifahren gehen, Geld verdienen, eine Familie haben, eine Familie gründen. Jeder vernünftige Mensch will ein friedliches Leben. Das ist es, was uns vereint. Aber was wir nicht wollen, ist es, von einem Krieg in den anderen gehetzt zu werden, schon gar nicht, wenn es uns als humanitärer Einsatz verkauft wird. Krieg verteidigt nicht einen einzigen humanitären Wert. Krieg ist die Widerlegung aller dieser Werte. Er zerstört sich selbst durch seinen moralischen Anspruch auf Selbstüberhöhung gegenüber dem Gegner. Die Widerstandskämpferin Sophie Scholl hatte eins gesagt: Das sind alles große Fragen und ich kann sie alle nicht beantworten. Aber ich weiß im Inneren, was richtig ist. Und das ist es eben. Wir tun jetzt das Richtige. Der Krieg wird von Profis lange vorbereitet. Es ist Zeit, dass wir den Frieden vorbereiten. Die Zeit für Völkerverständigung und Friedensgespräche ist nicht nur angebrochen, sondern längst überfällig. Nachdem von der grünen Friedensbewegung leider nichts mehr zu hören ist, überhaupt nichts, warum auch immer, dieses besondere Geschenk des Friedens ist auch eine besondere Verpflichtung für den russischen Präsident Putin wie für den ukrainischen Präsident Zelensky. Denn beide Präsidenten sind zweier Nationen, die aus der friedfertigen Beendigung des Kalten Krieges und der Auflösung der Sowjetischen Union entstanden sind. Deswegen mein Aufruf an euch. Lasst uns aus Eisenach eine Botschaft an die ganzen Bürger der BRD, unsere politischen Vertreter und an die Welt senden. Wir sind eine Nation. Nein zu Krieg, nein zu Chaos, nein zum Einsatz von Atomwaffen und ja zum Frieden. Um diese Forderungen zu untermauern, habe ich Friedenslisten vorbereitet, womit ich gleich durch die Menge gehen werde und um Unterschriften bitte. Und ich verspreche, ich werde alle diese Friedenslisten, und das ist ein ordentlicher Stapel, den ganzen Botschaftern der Regierung und den ganzen Kriegstreibern um die Ohren hauen. Damit ich das machen kann, bitte ich um tatkräftige Unterstützung für beide Initiativen, für Zusammenhalt in Deutschland und Frieden in der Welt. Wir sind Eisenacher, wir sind eine Nation. Dankeschön! Bitte, ich habe es nicht gehört. Deswegen komme ich gleich. Ein Lied und dann kommt der nächste Redner. Dankeschön.